Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead und mir in den Kabin und ich bin auf dem Weg nach Hause. Wir müssen Sachen vorbereiten, wir stehen kurz vor der Horde und nichts ist gemacht. Also, schnell nach Hause, denn das war nicht geplant. Es werden heute auf uns Giants warten oder beziehungsweise in der Horde, die denn kommt. Ob die heute kommt, glaube ich eher nicht, aber wir bereiten das vor. Das heißt, Raketen müssen da sein. Ich hoffe, dass diesmal auch mit dem Strom funktionieren tut. Munition muss ich herstellen. Na, wir haben noch irgendwie Sachen zu tun. Gehen Sie mal bitte aus dem Weg. Wir haben für diesen Scheiß keine Zeit. Ja, wie gesagt, hier mit dem Schneebiom, da müssen wir nochmal zurückkommen. Weil ohne den Prest von Hammer gehen wir auf verlorenen Posten, würde ich mal sagen. Aber gut, das hätten wir uns denken können. Oder haben wir uns gedacht. Nur wir wollten uns das nie einsehen. Oder so. So, sag mal, wo muss ich denn lang? Ich muss doch... Wo ist denn mein Punkt? Da ist mein Punkt. Ich muss da hinten hin. Also erstmal hier durch die City durch und dann durch die Walachei und dann nochmal durch die Wüste. Ach du Scheiße, stimmt ja, die war ja auch noch. Aber die Wüste wäre mir jetzt angenehmer als das hier. Schönen guten Tag. Ich sag mal so, wenn du jetzt hier weit genug bist, die Rüstung auf, wie gesagt, auf, na, Gegenteil von dem, was wir jetzt haben, weder Knochen noch Eisen, Kupfer, genau. Ich glaube, dennoch die Spuren richtig gut aufgewertet, ich glaube, dann stehen wir ja nicht so schlecht da. Kniften sind ja auch ja nicht mal so verkehrt, wenn man sie pflegt. Und wenn man Munition hat. Mit dem Boss, das weiß ich noch nicht so ganz. Das könnte noch ein paar Sekündchen dauern. Naja. Schauen wir mal. So, ich hoffe, dass ich jetzt hier durchkomme. Wie gesagt, wir haben große Wasser noch zwischen uns. Und die Wüste. Die versuche ich gerade so einen kleinen Ticken zu umgehen. Halten Sie sich da bitte raus. Sie sind tierisch, sie haben da ja nicht mitzureden. So, da ist die nächste City. Entschuldigung. Bin in Zeitnot. Kann keine Rücksicht nehmen. Ich habe doch keine Zeit. Was stellen Sie sich mitten auf der Straße? Sind Sie denn total irre? Übrigens, das ist die Stadt, die ich letztens in meinem Kopf hatte. Ja, ja. Das ist auch eine City, aber eine kleine City. Jetzt muss ich erstmal wieder gegen mich zurück auf die Straße kommen. Da. Ich glaube, das ist er. Ich glaube, das ist er nicht. Gut, dann fahren wir immer hier. Immer um den Block rum. Einer dieser Abfahrten wird schon unsere sein. Oh, hier ist keine Abfahrt. Das ist ja mal scheiße. Da halten Sie sich mal kurz, ganz kurz. Da komme ich nicht lang. Da ist die Brücke. 2 Meter verfehlt. Es sind doch nur 2 Meter. Also rein theoretisch. Entschuldigung. Rein theoretisch brauche ich noch nicht mal was für die Wüste nehmen, weil unser hält ja noch an. Da ist die Straße. Na, ich habe da gesagt, ich kenne mich hier aus. Sagen Sie mal eine andere Frage. Ja, nee, doch. Alles gut. Ich wollte gerade sagen, wie sieht es denn mit unserem Sprit aus? Wenn man nach Hause kommen will, muss man auch Sprit im Tank haben. Entschuldigung. Und ich sehe, das sieht ja nicht mal so schlecht aus. Also für die Wüste und bis nach Hause müsste das fast reichen. Um die Zeit mache ich mir am wenigsten Sorgen. Ja, doch. Gehen Sie mal bitte aus dem Weg. Wie ihr sagt. Ja, ich habe keine Zeit. Entschuldigung. Hallo. Ja. This is correct. Müssen wir fast aus dem schwierigsten raus, aus dem gröbsten. Sag mir mal so, sag mal, haben wir ein Déjà-vu? Waren wir nicht letztes Mal hier? Ich meinte, nee, das war noch. Nee, das war nicht. Ich wollte jetzt gerade sagen, wir waren noch letztes Mal, also gestern,
kurz vorm Schluss in so einen, na, wie nennt man das da? Vorort? Luthen? Aber nee, das war nicht. Es hat sich eben gerade geähnet. Na, ich gedacht, wir sind in den Kreis gefahren. Mir jetzt aber auf der Zunge gebissen. Aber kann ja nicht sein, weil, wie gesagt, das ist ja noch alles vor uns hier, City-mäßig und so. Alles noch gut. Jo. Oh, da müssen wir vorstellen, hier müsst ihr einen Base bauen. Hab da zwar sehr, sehr viel Stress, aber ich guck mal, hier kriegst du auch richtig geilen Scheiß. Das sitzt schneller zusammen, als du denkst. Gehen Sie mal aus dem Weg. Alter, normalerweise war das ja so, dass die Hunds und Kunst verfolgt haben bis nach Hause. Ach, stellt euch mal vor, alle, die wir angefahren haben, alle, die wir ein wenig erregt haben, würden uns bis nach Hause folgen. Ja, ja, das wäre dann schon schwierig. So, jetzt hat die Wüste und dann sind wir ja schon mal wieder in unserem Bereich. Und sobald wir dit überschritten haben, können wir durchatmen. Schwierigkeitsgradmäßig. Dit ist zwar immer hier noch nicht einfach, aber im Gegensatz zu dem, wo wir eben waren, ist dit hier ein Kindergeburtstag. Jetzt muss ich bloß noch kicken. Wir müssen rüber zur Fabrik. Das ist nämlich unser Weg. Ups. Ja, ja, ich fahre nicht normal. Hier die falsche Abzweigung. Das könnt ihr vergessen. Ich muss mir bloß an den Werk da hinten orientieren. Oh, hier hätten wir schön Benzin snacken können. Leider habe ich keine Zeit. Ich hoffe wenigstens, dass die Zeit reichen tut. Ich bin schon wieder ein bisschen abgeschwuft. Naja. Ich hoffe, dass die Zeit reichen tut, dass wir wenigstens ein bisschen Raketen und so bauen können. Da ist die Bushalte. Da ist die Bushalte. Halten wir hier nochmal schnell an. Also ratsam werdet für uns. Warte mal, ich mach das mal. Ich geh einfach mal kurz hier ruf. Ich kann nicht. Sorry, tut mir leid. Ja, ich weiß. Das war eine Tasche, die ich gerne haben will. Ist mir scheiße, ja. Oh, stimmt ja, da war ja was. Ich hoffe, ein paar Sekunden habe ich ja noch. Oh, ich bin total nur in 7 Days. Feeling, ich wollte gerade scrappen. Das reicht immer noch nicht. Achso, wegen die Bücher. Warte mal, ich brauche noch ein bisschen mehr Platz. Was schmeißen wir denn heute weg? Ich schmeiß den Kaffee weg. Weil den Kaffee werde ich jetzt nicht brauchen. Jetzt in dieser Sekunde brauche ich den nicht. Willst du mich verarschen? Das reicht immer noch nicht. Bleiben Sie ganz ruhig. Bleiben Sie... Nee, gut, warte mal. Das Buch kann ich ja eigentlich auch entsorgen. Das haben wir ja auch. So in 2 Stück. Na, hier doch. Die Geld ist mir wichtiger. So. Weißt du was? Lass ihn einfach mal in Ruhe. Soll er machen. Soll er sich abreagieren. Ich bin bloß wegen die Busse hier. Die jetzt nie einsammeln kann. Da war ja was. Ist das jetzt hier auch so kompliziert? Alter, merkt er den Größenunterschied? Was ist denn hier los? Keine Panik, auf der Titanic, alles ist gut, alles wird gut. Wir kriegen das alles hin. Hoffe ich doch. Warte mal, das schmeiße ich weg. Steine. So, warte mal, Plastik kann da, dann kann das da auch. Siehst du, dann habe ich doch wieder gleich mal ein bisschen mehr Platz. Das kann da auch rein. Siehst du, ist da halt ja kein Problem. Vielleicht hätte ich die Eisenbahn... Ich sollte Sachen, ja, ja, ist da gut. Ich sollte Sachen rausnehmen, die ich höchstens hochwahrscheinlich jetzt bekommen werde.
Und Sachen, die ich nicht bekommen werde, sollte ich hier rinschmeißen. Dazu zählt Plastik und Gummis eigentlich dazu. Aber Ditte und Ditte werde ich wahrscheinlich in den Auto nicht bekommen. Wenn ich die auseinanderschraube. Benzin und Teile eher schon. Das klingt gerade clever für mich. Eine Cleverness, die ich nutzen sollte. Alter, das kann, wie gesagt, das wird richtig schlimm. Wird das. Wir haben kein Benzin, wir haben nichts. Deswegen bin ich hier am Sammeln, dass wir wenigstens ein paar Sekunden Benzin haben. Hier die Flammis. Für den Flammi, so rum. Weil das Problem ist, obwohl der Schocker, der... Ja, ja, ist ja gut. Der Schocker, der ist ja okay, aber der Rest liegt halt nicht, ne? Schnauze. Ey, ich hab nie gewusst, dass das irgendjemanden gehört. Irgendjemanden. Erstmal Kopf runter und wie gesagt, der muss... Wenn sie jetzt woanders explodieren. Ich muss bloß die Fersen hier geben. Genau aus diesem Grund. Siehst du? Wie gesagt, die Dinger bringen viel mehr als meine Pumpen, Alter. Das schlimm ist das. Siehst du? Plastik. Es wird sich irgendwann mal ändern, aber jetzt zur Zeit gerade nicht. Ach Mensch, echt jetzt? Der Kabi muss schnell sein. Denn nur wo Lärm drin ist, ist auch Lärm drin. What? Ja, ich bin hier. Das ist korrekt. Durch ihren Hinfallen bei den Hinhauen, bei den Zuhauen, so rum. Macht die ganze Sache ein bisschen komplizierter. München. So, hier werde ich ja kein Benzin kriegen. Dann nehmen wir auf Anschreiber. Uhr. Jetzt muss ich aber. Die nehmen wir noch mit und dann weg. Das wird so. Gut, der Schocker, der muss es reißen. Der Schocker muss es reißen. Alter, wenn der jetzt nicht genug Strom hat, Alter, dann können wir schon mal sagen, Santres Petres, ich schlage mich zum Domino. Volle Möhre. So, warte mal, ich muss erstmal hier Schmacko fatzen, weil ich sehe. Ja, ja, verbrennt mich, ich bin Seher. Oh, da hinten sind auch noch Tonnen, die nehme ich mit. Drei Stück. Hey, ich hab gerade was gegessen. Schiebung ist das. Das ist ja nochmal eine Frechheit. Was soll denn das? Ich schieb mir das Fressen rin und vorne kommt wieder raus, oder was? Oder so. Kann doch nicht wahr sein. Mann, wartet mal. Ich muss hier. Ich bin auf Zeitdruck und so. Ach Mann, du bist doch blöd. Aber anscheinend habe ich kein Feuer gefangen. Hat ich nochmal Glück gehabt. Ja, ja. Ja, gut, wenn ich 20 Uhr nach Hause komme, mit einer Tasche voll Öl, dann ist es besser, als früh nach Hause zu kommen, mit nichts. Also werden wir das nutzen, so gut wie geht. Wie gesagt, der Kabin kann jetzt alle gebrauchen. Ach, knapp daneben. Schade. Ich hab gedacht, den kann ich mit... Was soll denn das? Es ist clever, aber... gerade störend. Was ist denn mit dir los? Kannst du mal sterben? So kaputt ist die Doyane. Die ist doch schon... Ich glaube, ich muss die nochmal nachschärfen. Ich glaube, mein Axt ist stumpf. Alter. Naja, gut. Das sichert uns unsere Heimkehr. Hallo? Nee, nee, nee. Das lass mal Sinn. Die brauche ich für nach Hause. Oh ja, komm mal hier rüber. Ich möchte nicht, dass du bei uns da explodierst. Hier bin ich. Ist das dein Ernst?
So, hier kannst du von mir aus explodieren. Nein, aber nicht jetzt. Nicht in dieser Sekunde, wollte ich gerade sagen. Nicht, wenn ich hier stehe. Das ist nicht gut. Ihr sagt, ich muss bloß den richtigen Moment der Bremsung abpassen wegen mit gute Benzin. Muss ich da lang? Das ist ja auch der einzige Weg, wa? Dann muss ich da wohl lang. Lass es der Weg sein nach Hause. Der Kabi braucht von der Wüste eine Pause. Langsam aber sicher. Ja, zum Glück geht die Zeit hier ein bisschen anders. 1-2 Sekunden Zeit habe ich noch. Wie viel Öl habe ich denn? Ah, 1000. Nee. 100. 110. Oder? Bin ich jetzt doof? Kann ich nicht mehr zählen? Das sind doch 1100. Ich Idiot. Falsch. Das sind keine 100 Kabinen. Das sind schon 110. Ist schon richtig. 1000 ist das, was du haben willst. Das ist ein Wunsch von dir. Die neuen Models habe ich schon gesagt, die fallen mir. Aber ich habe jetzt keine Zeit, die zu bewundern. Ey, jetzt greifen. Ey, die greifen auch füßemäßig an, da. Wie nice ist denn das? Also, na gut, ich habe ihr das Bein abgehackt. Das war, wie gesagt, vorher noch nicht. Mann, sind die aggressiv. Das macht die ganze Sache ein bisschen anders. Cooler. Aber wie gesagt, wir haben keine Zeit, uns genauer anzugucken. Gut, ist doof. Ich werde mir auch nicht genauer angucken, wie sie mir an den Fuß nagen. Das ist, können sie woanders machen. Aber ich finde cool, dass sie das machen. Ja, und wie gesagt, ich muss dann auf jeden Fall nach der Horde, wenn ich genug Mats zusammenkriege, den Rest auf Eisen aufwerten. Also das muss weiter fassen, aber ich habe jetzt keine Zeit. Ja, das muss denn passieren, deswegen muss ich hier ein paar Sachen schnell... Ja, warte mal kurz, danke, dass ich das wenigstens noch abbauen konnte. Ja, Moment mal. Dass ich das wenigstens noch abbauen kann. Dankeschön. Es war auf dem goldenen Streifen. Ich habe gedacht, der hat was hinterlassen. Golden. Ein Kettchen oder so. Gut. Ich sag mal so. Das Problem wäre ja nicht, ich habe ja so 1-2 Geld. Ich bräuchte ja nur zur Tankstelle. Ja, sag ich doch. Und da vielleicht 1 oder 2 Benzin holen. Wo muss ich denn jetzt lang? Da lang. Diese Straße musst du gehen. Nicht gehen, fahren. Lass fahren. So, da, ne? Ja, da ist die Straße. Ja, ja, hier ist korrekt. Da ist ja... Och, Mann. Ey, ich hab noch vor... ja, nicht mal so lange Zeit gesagt, dass ich diesmal nicht falsch fahre. Und zack, bums. Ey, ich sollte aufhören, sowas zu forcieren. Ey, ich bin schon wieder falsch gefahren. Das kannst du keiner erzählen. Ich meinte natürlich, ich bin bloß wegen die Fässer jetzt gerade hierher gefahren, ne? Ist ja klar, ne? Also ich wollte nur noch die Fässer abholen. Und dann wollte ich da rüberfahren und dann ab nach Hause. Ich hoffe, das hat mir ihn ab... Achso, Mikrofon ist ja noch an. Scherz. Haha. So, naja, gut. Ja, gib mal, wir haben 16 Uhr. Wir haben noch 8 Stunden. Also in-game Stunden. 8 richtige Stunden? Alter. Dann würden wir noch nächste Woche hier sitzen. Kannst du noch mal kurz ein paar Sekunden warten, weil ich muss... Ah, nee, du kannst nicht warten, habe ich gesehen. Entschuldigung. Mein Fehler.
Ich hab gedacht, das ging. Naja, Junge, das erwartet ist ein. Wow! Weg, du! Aber an einen anscheinend Marker die mehr als mich. Was ist denn hier los? Ach du Scheiße, habt ihr die gesehen? Ich hab mir gerade überlegt, ich fahre denn doch weiter, wa? Ich hab so das Gefühl, die haben was gegen mich. Ich weiß ja nicht, wieso. Warum sind die denn so aggressiv? Hauen sie rein? So wichtig ist mir das Öl denn doch nicht. Ich kann auch das Fass hier nehmen. Jetzt wie sie Kundenzeit. Da ist noch ein Fass. Och Mann, ich hab's doch fast geschafft gehabt. Ihr kleinen Kackerse. Das war aber knapp, habt ihr das gesehen? Also. Uiuiui. Wenn ich überlege, dass er so ein. Ich hab den mal vorher so weggemacht, ja. Den Kacker. Jetzt kommen natürlich alle an, da. Gut, aber ich will ja das Öl haben. Was heißt will? Ich brauche. Aua! Sag doch mal an. Ich brauche doch. Ihr habt doch eh damit für keinen keinen Nutzen mehr. Hallo. Könnten Sie mal aufhören, hier rumzuspringen? Ich will doch bloß das Benzin haben. Das Öl, meine ich. Hier ist doch eine Fabrik. Was wollen die denn damit? Bei mir ist es doch viel besser aufgehoben. 17 Uhr. Es wird immer knapper. Schabba, schabba. Hallo, du. Ich weiß, dass ich mir nicht mit dir anlegen sollte. Erstmal. Ah, warte ab. Robin, komm zurück. Viel besser. Asmophobia. Bin schneller. Ich bin mir einig, bin schneller. Also ich habe gedacht, ich bin schneller. Also bin ich ja auch. Aber jetzt sind sie verwirrt. Verstecken mir hinterm Fass. La la la. Das Fass. Ah nee, warte mal. Ich weiß nicht, ob das mit explodiert. Das will ich jetzt nicht ausprobieren. Achso, ich sollte mich aber wehen immer, ne? Sag mal, wenn ich das mit dem Messer mache, bin ich doch viel schneller, ne? Ah, siehst du, der wollte schon wieder. La 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 la. Ich mach mir den Benzin klar. Leider ist es nur Öl. Und es ist in der Wüste schwül. Ja, du mich auch. Da ist ein Schreihans. Wir müssen weg. Sag mal, wenn du Zeitdruck hast, aber dann vergeht die Zeit aber schnell, wa? Also, da hat die Zeit aber keine Zeit, das sag ich euch. Schlafen Sie nicht ein? Schlafen Sie weiter, meinte ich. Sie können ruhig weiter schlafen. Umso weniger Stress hab ich. So, warte mal, der sieht mich ja nicht, der Bus ist ja hier. Oh, mein Saft ist fast alle. Schraub den nur ab und dann trinke ich eine Cola. Haha, hast du gedacht, wa? Ist der sich schon wieder fallen? Der lässt sich ganz schön fallen. So, Kotz-Cola. Oh, ich hab Sodbrennen. Also, du kannst einfach die Kotz-Cola auch nicht mehr nehmen. Entschuldigung. Das ist denn ungesund? Aha. Das ist eine Sache, die mir aber jetzt gerade nicht so gefällt. Aber ich glaube, ich habe nicht die Wahl. Ich habe eher die Wahl der Qual. Naja, komm her.
Weg da! Opel, weg da! Der gute Opel, weg da! Hey, du kleiner Lödigan! Weg da! Ein Fass, ey, müsst ihr mal vorstellen, jetzt würde Fass erst explodieren. Ein Flammenwerfer. Auf Jolt. Das ist ja mal joldig. Ich hab noch nicht mal Benzin dafür. Das ist gerade so ein kleiner Tritt in die Nieren. Tja, hättest du dich vorbereitet, hättest du jetzt in den nutzen können, der Horde. Aber du gehst unvorbereitet drin? In die Fight? Lebt damit. Oder so in der Richtung. Hallo, Emi, nochmal. Ach, Mensch, Karre. So, wie gesagt. Heute ist Phasmophobia noch angesagt. Und müsste eigentlich noch genug. Ja, das Fass hol ich mir auch noch. Müsste noch eigentlich genug Zeit da sein, um. Ja, gut, ich brauche. So viel Munition brauche ich ja nicht. Ich brauche bloß Munition für uns. Er hat gezündet. Er sah aus, als ob er zündeln wollte. Achso, er wollte zündeln, hat aber nicht. Ey, das ist schon cooler geworden. Also, ich weiß, ich wiederhole mich, aber gib mal, die T-Shirts haben jetzt auch einen Aufdruck und so. Das ist mir vorher nie in den Sinn gekommen. Das ist mir jetzt gerade so, habe ich jetzt erst gesehen. Oder mir ist das jetzt erst so viel verhindert. Eins von Bienen. Alles ist möglich, alles kann. Das denn die möglich sein? Da ist noch ein Pass. Na? Das wird nur schwach. Doch, wird. Ich muss weg. Olle Schreihans ist da. Der ist immer so aggressiv. Was das Schreien angeht, meinte ich. La la. La la la. Hey, hey, hey. Schubi da. Da sind noch ein Fässchen. Da ist noch ein Fässchen. Jetzt sind so ja drei auf der Kreuzung. Das ist genau meins. Dann muss ich den Teil wegmachen. Muss ich ja machen. Siehst du, ich habe mich hinter den Fass versteckt und schon haben sie mich nicht mehr gesehen. Das ist der Beweis, ich bin sehr, sehr klein. Ein Polizei-Uniformsanzug-Dings. Warum sollte ich das tragen? Wahrscheinlich, weil es cool aussieht, wa? Ist bestimmt so autoritätsmäßig. Kannst du wahrscheinlich ja nicht tragen. Ich hab den seinen Kopf. Hier runter, herunter mit seinem Kopf. Jetzt ist er nicht bloß runter. Also ich hab jetzt holen. Einsäuberlich. Gehen Sie mal bitte aus dem Weg. Oh, da ist eine Tankstelle und hier sind auch noch Fässer. Fassen wir das mal zusammen, ich kick mal nach. Vor allen Dingen, weil du da auch vielleicht Benzin kaufen kannst. Da tät aber heißen. Ja, ja. Ich müsste erstmal rein hier. Lass mal das Fass in Ruhe. Komm mal her. Komm mal her. Das heißt, ich muss mein Jet rausholen. Ich sag mal, die Hacks wohl, wa? Die geht's nie ganz gut, Junge. Was bildet der sich ein? Ist der doof? Oh, das ist aber doof. So, warte mal, ich nehme das mal, dann schmeiße ich das drin und nehme das raus. Jawohl. Das klingt gut. So, was haben wir denn hier? Benzin, da ist es. Der gute Benzin. Warten Sie mal.
Ja, doch, ein bisschen Platz habe ich genug. Entschuldigung. Wo ist jetzt mein Benzin? Ich sehe jetzt gerade mein Benzin nicht. Sag jetzt nicht, da waren 16 Benzin oder so. Oder ist das das Öl gewesen? Nee, das kann nicht sein, oder? Ey, das ist nicht dein Ernst. Scheiße, gar nicht ernst. Ach nee, das ist ja Öl, ich Idiot. Alles gut. Ich hab nichts gesagt. Ich hab das gleich umgerechnet im Kopf. Wo ist mein Öl? Wir haben jetzt 400 Öl. Es wird immer noch nicht komplett reichen, aber wir sind auf dem guten Weg. Also, das wird schon. 18 Uhr. Mann, das wird aber schon. Das muss ich mir reinreden. Davon sind nochmal Fässer. Die nehme ich auch auf jeden Fall mit, wie gesagt. Ich habe jetzt nicht aus Versehen mit einer falschen Taste gelenkt. Das würde mir nie passieren. Die ist hart, die Alter. Stacheldraht. Nicht über den Pfosten, sondern über das Stacheldraht. Na gut, sie hat gute Handschuhe an, ne? Also, das müssen die besten Handschuhe gewesen sein. Generell als, keine Ahnung, ever. Und zweitens, sie stützt sich auch mit den Knie auf. Ah, weiß ich nicht. Das kannst du nur machen, wenn du sehr, sehr hart bist. Entschuldigung. Ja, doch. Immer zum Weg. Immer zum Weg. Welchen denn? Einen anderen. Nee, nee, nee. Ja, genau. Kommt mal hierher. Blöde Miezekatze. Muss die mir denn den durch die Strich durch die Rechnung. Genau, das ist das, was ich sagen wollte. Auch wieder ein bisschen Lebensenergie. Mir ein bisschen was gekostet. Oh, mein Trink ist, mein Drink ist fast weg. Ist da was? Scheiß drauf. Ich werde mir gleich die Cola hinterhalten. Ja, ist ja gut. Dann brauche ich wenigstens darauf nicht mehr achten. Muss ich mir eben halt neu herstellen. Ist ja nicht so schlimm. Und lass mich raten, die Fässer kann ich nicht abbauen, weil das sind ein paar Fässer zu viel. Ja, da hab ich mir gedacht, boom. Du hast verloren. Du hast verloren. Dein Leben. Du wirst neu geboren. Keine Ahnung. Ich wollte ausweichen. Lieben Gott. Hat nicht funktioniert. Ich bin ja auch kein Gott. Sonst hätte ich es ja gemacht. So, da ist Rüssel John da hinten. Yep. Zeit zum Verschwinden. So, jetzt muss ich denn lang? Muss ich jetzt da lang? Das sieht danach aus. Das sieht danach aus. Na, dann tun wir das mal. Und da ist noch ein Pass. Also wir kämpfen uns langsam nach Hause. Mann, ist doch... Ey, so viele kannst du doch ja nicht essen. Also das ist ein bisschen übertrieben, finde ich. Ja, ja, Mieze, Katze, du, ich hab keine Zeit. Ich hab kein Benzin und keine Zeit. Sprechen Sie mit meinem Anwalt. Achso, wir sind ja in der Apokalypse. Ja, dann ist er nicht mehr da. Tut mir leid. Kommst ein paar Haare zu spät. So, jetzt muss ich erstmal wieder zurück auf die Straße aufkommen. nee, ist blockiert. Fahr ich mal hier rum und dann die nächste Einfahrt wieder rum. Dann müsste ich ja rein theoretisch wieder zurückkommen. Und dafür habe ich dir Trinken verbraucht. Naja, gut. 18 Uhr. Kabin. Es ist 18 Uhr. Und danach folgt die 19 Uhr. Und dann vermasseln sie die Tour. Aber lass dich nicht stören. Bin ich da? Ich bin fast. Ich bin das neue Fass hier. Ein Fass, das ich auch verteidigen kann. Oh.
Rüsseldude. Hallo, Mr. Rüsseldude. Der Sound, den kenne ich aber auch. Der ist auch von Aliens. Aber ich glaube, von den Alien-Spielen habe ich das in Ohren. Genau, damals, wie hieß denn das? Alien-Trilogie? Auf der PlayStation 1? Oh, ich habe das gespielt, hoch und runter. Da haben sich die Viecher doch auch so angehört. So, wait. Müssen wir mal die zurückspulen, die Zaunspur. So haben die sich angehört. Und du bist jedes Mal zusammengezuckt, wenn du das gehört hast. Oh, ich wollte auch schon Alien Isolation nochmal mit euch zocken. Aber wie gesagt, Horror und so, wa? Ich mag Horrorspiele. Horrorspiele. So, ja, sehr, sehr gern. Aber... Naja, vor allen Dingen bin ich auch ein Alien-Fan. Ach, Mensch. Da habe ich mich aber auch wieder auf eine Idee gebracht. So, jetzt bin ich schon wieder... Mir aus dem Weg. Ist es Kupfer? Nein, ist es nicht. Es ist eine kleine... Eine Tasche. Eine kleine Stofftasche. Alter. Und dennoch auf Gold. Es hat sich gelohnt, hier anzuhalten. Dafür hat es sich schon wieder gelohnt. Heißt das, ich kann das, was ich jetzt habe, auch auf Gold nochmal kriegen? Alter, und ich hab die ganze Scheiße auf Kauf gewertet, wa? Wahrscheinlich, ja. So, ja, sehr wahrscheinlich. Bei den anderen Schund, den wir anhatten, der war ja auch erst auf Grau. Das werden wir gleich mal auch nach der Horde ausprobieren. Das werden wir auch machen. Kommen Sie nochmal rüber. Sorry, tut mir leid. Aber ich muss ein bisschen so zeitmäßig machen. Boah, ist jetzt schön ruhig. So sind sie mir am liebsten. Ruhig und tiefenentspannt. Moins, abends, sorry, guten Abend, schönen Abend. Eieieiei. Da muss ich lang. Immer hart mit einer Arsch rum. Ich bin zu früh rum, wa? Jep. Jep. Schön, dass man jetzt so fahren kann. Pass auf. Halt, stopp. Aha, hier bin ich. Mich versteckt. Ja, trotzdem getroffen, kleiner Penner. Oh, da hinten ist noch ein Fass. Bin jetzt eigentlich bloß wegen denen hier angehalten. Aber wir haben 19 Uhr. Extra nochmal zurückrennen. Den Fass. Das lohnt sich nicht, ne? Das wären 10 Benzin. Aber vielleicht wären das auch 20 oder 30. Weiß ja nicht, dass da ein Benzin bloß drin sein muss. In Öl, sorry. Wir werden es jetzt gerade nie rausfinden. Also jetzt in diesem Moment nicht. Aber das ist halb so wild. Wir haben es ja nicht vergessen. Wir haben es uns aufgehoben für nächstes Mal. Ist da Soldat? Es tut mir leid, aber ich brauchte das. Ich war jung und brauchte den Benzin. Oh, nee. Lass mal gut sein, Junge. Nein. Denn du schmeißt eben andere Sachen in die Luft. Da sind so ja drei. Oh, was rotet? Nice. Ah, ich hab den noch rechtzeitig entschärft. So, was haben wir gekriegt? Goldnet? Na toll. Noch eine Axt.
Picke. Noch eine Picke. Na gut. Endeffekt ist es ja ganze Jahr. Hauptsache, wir können jetzt später eben halt Gambin in 30 Trillionen folgen. Das ist die Hauptsache. Wir kommen unser Ziel immer näher. Oh, wie groß der Unterschied ist, wenn man nur eh in so ein Ding drin schmeißen tut. Weil wir müssen eigentlich... Naja, wohl, wir brauchen eigentlich bloß Kicken. Mehr als 100% kannst du nicht kriegen. Ob du nun das oder das drin schmeißen tust. Brauch eigentlich bloß was drin schmeißen und dann kicken goldig. 100% sind 100% oder gibt es 100% in diesem Zeug. Och Mann! Ich war doch schon fast fertig. Fix und fertig. Na gut, dann nehme ich dein Zeug auch noch mit. Oder erstmal versuche ich meinen Arsch zu retten. Oh, mach mal eine. So, jetzt ist Schnitzelteil. Echt jetzt? Das ist jetzt deprimierend. Kein Verlass. Du, ich hab keine Zeit. Hör jetzt auf. Genau. So, und danach muss ich durchziehen. Danach müssen wir wirklich aufhören. Um 19 Uhr haben wir das da. 19 Uhr. Und die Zeit, die tickt. Mann, ich musste gerade husten und ich bin jetzt nicht sicher, ob ich jetzt rechtzeitig gemutet habe oder vergessen habe zu deaktivieren. Alter, ist schon wieder so. Weil ich kann ja nicht... Oder man kann schon, aber ich habe nicht drauf geachtet. Aber ich glaube, das ist jetzt bloß eben so gewesen. Ob das so ist, wird der Karbin sehen im Schnitt. Ist komplett verkehrt. Wir müssen eh ne weiter. Sorry, mein Fehler. Wir sind diesmal von der anderen Seite gekommen. Kann mal passieren. Gehen Sie mal aus dem Weg. Sonst verfahre ich nicht. Das ist nicht cool. So. Jetzt herum. Tja, bloß ein bisschen zu früh abgeschruft. Aber sonst völlig okay. Das Rennen mit der Zeit. Hat der Karbin wohl gewonnen? Auch mit der Horde? Ah ja, nicht ganz nach dem, wie Strom jetzt aussehen tut. Also rein theoretisch müsste jetzt hier noch Strom drin sein. Hoch für den Schocker, weil diesmal habe ich ihn ja deaktiviert. schauen wir mal. Schauen wir mal und lassen uns überraschen. Oh, die schön, also die schöne Fass wieder. Mann, 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 Mann. Oh, da hinten ist Loot. Ist der Loot, das wir schon hatten? Aber noch nicht so lange, oder? Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Ist aber möglich, dass das schon ist, was wir schon hatten. Naja, wenn, dann ist es ja immer noch da. Wenn die Horde vorbei ist. Oh, echt jetzt, Alter. Du hältst aber auch bloß von jetzt auf, naja. Oh, oh. Naja, gut, das habe ich dann auch schon mal entsorgt. Das ist dann schon mal ein Fass, was ich nie mitnehmen muss. Eine harte Kurve. Sieht sehr, sehr nah aus. Ich muss ja so oder so hier lang. Ui, 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 ui.
Slalom, Baby, Slalom. Das haben wir nicht mitgenommen. Jeden Fall der Welt. Moins. Was ist mit dir? Schau mal. Alter, ihr seid so was von fies, seid ihr. Ihr seid so was von fies. Da kann ja denn nur geiler Scheiß drin sein. Naja, mach mal hier keinen Profleri, ja. Mensch, Zung Elli. Was soll denn da? Platz habe ich denn? Gar nichts mehr. Das ist aber wenig. Naja, gut. Ich kann den da rein schmeißen und den später entsorgen. Oder ich komme nochmal wieder. Naja, gut. Sagen wir mal so. Es wäre jetzt nicht so dringend. Was denn, wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Aber wie gesagt, die Kiste bleibt ja noch ein, zwei Sekündchen länger hier. Aber wir haben unser Ziel erreicht und wie gesagt, das ist ja um die Ecke. Das ist halt um die Ecke, das kriegen wir hin. Ich bin wenigstens froh, dass wir es geschafft haben bis nach Hause. Aus dem Weg! Ja, gut. Das war zu früh gebremst. Also ein bisschen Sprung brauchen wir ja schon. Um hier durchzukommen. So. So. Lecco mio. So, was habe ich denn noch mit bei... Gut, das ist jetzt... Für das haben wir die ganze Tour gemacht. Aber pst. Das erzähl mal übers Gehen. Naja, gut, wa? Diese Reise war ja nun... Ich würde jetzt sagen, nicht komplett für den Arsch. Weil was wir gelernt haben, ist eine Erfahrung. So, und die Erfahrung zeigt uns jetzt gleich, ob das allzu hinhauen tut, wie ich mir das gedacht habe. Ja. Ja. Was ist denn hier los? Sind die jetzt wirklich bis hierher gefeucht? Seid ihr denn total knatschverrückt? Und ich sehe schon da, die Batterien sind auch in Ordnung. Die sind auch trophäig. Die sind uns bis hierher gefeucht. Na, die sind ja mal irre. Also ist das ja nicht so kompliziert. Da, bis auf einen Balken, alles. Alles gut. Dann kicken wir auch gleich mal nach, was wir an Benzin bekommen. Aber. Das bisschen Munition. Pff. Das können wir schon kompensieren. Das kriegen wir schon hin. 20 Uhr, Alter. Wirklich auf den letzten Schiss. Also wir müssen auf jeden Fall kicken, dass wir die nächste, nach der Horde, rüstungstechnischerweise, habe ich noch nicht nachgekickt, ob wir Kupfer hier herstellen können oder wartet. Nee, hier ist nur Knochen. Und hier ist nur eine Eisenrüstung. Aber Eisen ist besser als Knochen. Also wir machen jetzt uns erstmal eine Eisenrüstung, würde ich sagen. Ja, hier ist das nisch. Ich glaube mal mit der anderen Werkbank, die wir uns bei dem Boss freischalten, da können wir jetzt das richtig geile Scheiß machen. Naja. Achso, ich muss ja so oder so dahin. Da. Benzin. Oh, 600 Stück. Das hier, also dafür, dass es auf dem letzten Drücker ist, ist es ja nicht mehr so verkehrt, oder?
Also, das ist schon gut. Also, wir werden danach nicht mehr in eine Wüsterin kommen, aber sonst ist es gut. Na denn. Ich sag mal so. Ich sehe doch schon wieder so ein bisschen Licht am Horizont. Dass das aushaltbar ist. Wir haben zwar immer noch keine Munition, aber ja, die müssen erstmal zu uns hinkommen. 400 Schuss. Ich hole jetzt noch ein bisschen Munition von da oben raus und dann ist es gut. Dann fülle ich die auf und dann passt das schon. Mehr Vorbereitung ist nun wirklich nicht. Und gib mal, ich habe ja auch noch Schnippermunition. Ich kann zwar immer noch nicht richtig treffen. Es ist so, dass es dir noch Schaden anrichten tut, aber ja, gut. Ich muss nur gucken, was ganz wichtig ist. Und das werden wir auch gleich machen. Hier ist er falsch. Das ist schon korrekt so. Das musst du darin machen. Achso, das ist ja die Munition. Ja, ist ja egal. Ist ja egal. Was jetzt ganz wichtig ist, ist das Ding da. Da sollte genug Munition drin sein, dass wir auch weit genug kommen. Ich würde mal sagen, die schießen wir auf den Mond. Also Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Däumchen, Träumchen, würde ich mir freuen. Und ja, seid morgen mit dabei, wenn wir die Horde komplett auseinandernehmen. Die werden nicht die geringste Chance haben. Dafür werden wir sorgen. Also, bis dann, ich bin raus. Tschüss.